Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil Fallout 4 Vault Tech. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen die Außenbereiche der Vault zu bauen, also der Bereich, der nicht mehr zur Vault gehört eigentlich. Und hier haben sich, so habe ich mir das gedacht, ein paar, keine Ahnung, Einsiedler eingenistet. Ein paar Leute, die gerne in die Vault würden oder Schutz durch die Vault suchen vielleicht auch, die sich hier im Grunde niedergelassen haben, um auf ihre Gelegenheit zu warten. Und ja, ich baue das hier jetzt. Und ich will das absichtlich alles sehr heruntergekommen und kaputt machen, also bauen, aussehen lassen, damit wirklich so ein Gefühl von Kontrast aufkommt und von, boah, ist hier alles assi, so ungefähr. Okay. Mir ist noch was vorher eingefallen. Ich hätte gern irgendwie Kerzen oder sowas. Ich weiß aber nicht mehr, wo die Kerzen sind. Ah, die sind hier. Wunderbar. Dann stelle ich hier nämlich mal zum Beispiel Kerzen rein. Ja, genau. Hier könnte auch irgendwo ein Lagerfeuer sein. Theoretisch. Wäre es okay, glaube ich. Ich weiß es nicht. Flamingos sind natürlich auch immer gut. Ah ja, so Laternen finde ich auch gute Lichtquellen. Ich stelle mal da eine rein. Mach hier mal auf, weil hier gehören mindestens noch ein paar Schlafsäcke rein. Ja. Ja, zwei sind erstmal genug und ein kleines Tischchen oder sowas. Ja, das passt schon. So. Was bauen wir denn noch? Was könnten wir denn noch bauen? Ja klar, so Güterwaggons als Behausungen. Das macht doch ziemlich gut Sinn eigentlich sogar. Schade, dass man die Tür nicht öffnen kann, sonst würde ich da drin auch irgendwas einrichten. Aber da kommt man auch gar nicht rein, glaube ich, oder? Nee, ich kann hier nicht mehr springen und das, glaube ich, ist unsichtbare Wand. Was für einen Zweck dieser Vault dient. Genau, und hier liegt unser ewig toter Raider, der immer wieder hier spawnt. Und da oben ist eben ein Eingang in die Vault. Genau. Sehr schön. Deswegen habe ich mir hier auch die Location habe ich mir deswegen hier ausgesucht, ja auch. Location. So. Genau, da kann man ja gleich richtig. Ah, so auf Stelzen auch nicht schlecht. Eigentlich schon ganz cool. Aber wie haben die hier unten so einen Containerwaggon auf Stelzen gestellt? Das glaube ich nicht. Da mache ich doch lieber sowas hier. So. Ist auf der Seite zu? Ja, auf der Seite ist zu. Das ist gut. Und ich habe gesehen, dass es Türen ganz hinten gibt, oder? Extra dafür. Sehr cool. Kann man die jetzt auch wirklich aufmachen? Ja. Cool. Ich höre so komische Geräusche. Wenn man ganz leise ist, hier irgendwie hört sich das komisch an. Wie komische Stimmen oder so. Bisschen unheimlich. Vielleicht habe ich auch nur die Kopfhörer zu laut. Vielleicht hört ihr das gar nicht. Aber ich finde es unheimlich. So. Was bauen wir hier noch hin?
Nee. Schade, die hätte ich reingebaut, wenn die gepasst hätte. So, noch ein Tisch davor. Ein kleiner. Und, Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was könnte man denn hier noch so reinbauen? Was macht denn Sinn? Nehmen wir erstmal so. Mhm. Eine Kinderkrippe. Ein Kinderbett, warum nicht? Dann, was jetzt? So, okay. Ich muss mich mal zusammenreißen jetzt. Konzentration, was bauen wir hier noch? Vielleicht Radar-Objekte. Vielleicht wirklich so ein bisschen. Warum denn nicht? Ich glaube, dass das ganz gut aussieht, so als Deko. Vielleicht jetzt nicht unbedingt diese aufgespießten Raider-Köpfe und sowas. Aber hier sowas zum Beispiel. Perfekt. Genau sowas habe ich gesucht. Das macht, glaube ich, gute Stimmung. Wirkt dann gleich ein bisschen bewohnter alles. So. Die kann man auch echt sehr frei platzieren. Das ist cool. Die machen fast überhaupt keinen Aufstand, egal wie ich die drehe. Ja, fast. Aber es ist schon cool eigentlich. Ja, und ich finde die Segel echt gut. Die machen echt irgendwie was her. Da wirkt gleich wirklich alles ein bisschen lebendiger hier. Ja, das ist vielleicht nicht so gut. Vielleicht sollte ich es lieber andersrum hinstellen. Ja, von mir aus. Okay. Na gut, aber erstmal genug Segel. Aber das war eine gute Idee. Arenen. Nee, ich kann ja keine richtigen Käfige hier bauen. Okay, machen wir hier irgendwo eine Kochstelle. Und irgendwo weiter hinten auch nochmal eine. So. Dann, was könnte man hier noch machen? Läden? So kleine Läden vielleicht? Nee, eigentlich nicht. Aber irgendwas, genau, hier nochmal vielleicht eine Wasserpumpe irgendwo. Obwohl, ich weiß es gar nicht. Aber warum sollten die nicht hier irgendwas angebaut haben, zum Beispiel? Hm, okay, warum nicht? Ist ja wirklich wahr. Warum sollten die nicht? Ist schon okay. So, dann, sowas ist auch immer ein gutes Dekorationsobjekt, finde ich. Da kann man vielleicht sogar mehrere irgendwo aufstellen. Naja, dann belasse ich es mal bei einem oder so. Na gut, bauen wir noch eins hin. Hier so eine leere Badewanne. Ich verteile jetzt einfach mal ein paar Objekte, wo ich glaube, dass die irgendwie gut zur Stimmung beitragen. Und dann kann man es ja immer noch ändern. Warum kann ich die Glocke jetzt nicht bauen? Stahl geht uns aus. Schon wieder. Ich habe doch erst Stahl gekauft. Verdammt. Nervig. Na gut, ich bleibe trotzdem mal hier. Ich bleibe trotzdem mal hier und baue ein bisschen weiter. Hier stellen wir einen Pranger hin. Wir können bestimmt noch einiges bauen, für das wir keinen Stahl brauchen. So ein Wachposten
Dazu braucht man auch Stahl. Aber gut, weiß ich eh nicht, ob wir den gebraucht hätten. Fallen. Keine Ahnung. Energie. So ein Generator wird schon Sinn machen. Dafür brauchen wir aber auch Stahl. Aber so ein paar kleine Generatoren einfach rumstellen, einfach fürs Motorengeräusch und eben auch als Kontrast so ein bisschen. Das glaube ich ganz cool. Und eben auch so Kabel einfach rumhängen haben überall. Das glaube ich auch. Das trägt, glaube ich, auch ganz gut zur Stimmung bei. So. Ich kann ja hier schon mal eine Glühbirne reinpacken, für die man auch Stahl braucht. Ich sehe schon, wir brauchen einfach Stahl. Aber ich will jetzt trotzdem mal noch einmal durchschauen, ob wir hier noch irgendwie Sachen haben, die ich, wo ich so sage, ah, genial. Desinfektionsbogen. Soll ich so einen vor die Wall stellen, dass alle, die reingehen, erst desinfiziert werden? Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich stelle hier mal einen hin. Lass den einfach mal da so stehen, weil das wird sowieso noch mal ein bisschen umgebaut. Und gegenüber auch noch einen. Ah ja, genau. Hier lang. Vielleicht gleich hier dahinter oder eher so vor der Tür vorne. Ich würde fast sagen, eher hier vor der Tür. Vielleicht sogar direkt vor der Tür. Jetzt braucht der natürlich noch Energie. Jetzt weiß ich nicht genau, wie wir die hier hinkriegen. Man müsste. Ah, das wird schwierig. Nee, dann machen wir außen einen kleinen Generator. So, ich gehe jetzt kurz. Jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt kaufen wir schnell ein bisschen Stahl. Was kannst du heute anbieten? Oh Gott, ihr Kopf. Irgendwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung, oder? Das sieht sehr komisch und schmerzhaft aus. Ih, na gut. Gib mir all deinen Stahl. Wahrscheinlich hat die gar keinen Stahl, oder? Weil ich den gekauft habe. Da müssten wir jetzt erst ein bisschen warten. Ja, ich kaufe mal die kleinen Sachen mit Ausrufezeichen, mit einer Lupe daneben. Ach so, aber Stahl habe ich ja gar nicht markiert zur Suche. Ach, verdammt nochmal. Dann warten wir halt 48 Stunden. Immer noch besser als früher. Wobei Stahl ist eigentlich, Stahl war noch nie das Problem. Ist zwar cool, dass man jetzt hier auch 250er Stapel kaufen kann und nicht mehr nur 100er Stapel wie früher, aber in Good Neighbor hat man, in Diamond City hat man eigentlich schon immer ziemlich schnell ziemlich viel Stahl bekommen, weil dieser eine Schrottladen verkauft die in 1 bis 4, glaube ich, habe ich gesehen, 100er Stapel und Tag und nachts ist da ein verschiedener Händler und jeder hat sein eigenes Inventar. Wenn es perfekt läuft, kann man da mit einmal 12 Stunden warten, 400 Stahl kaufen. 800 sogar. Das ist schon ziemlich cool. Deswegen ist Stahl eigentlich nie so das Problem gewesen. Und Holz hat man ja auch schon immer in einigermaßen vernünftigen Ladungen von diesem Baseballkerl bekommen. Auch in Diamond City. Aber so Sachen eben wie Kupfer und Gummi und Aluminium hat es immer nur in 25er Stapel gegeben. Und 25 Kupfer, wenn du sowas wie diese Vault hier ausleuchten willst, ist halt gar nichts. Ist halt wirklich gar nichts. Insofern. Und eben auch Gummi jetzt mit diesen Vault-Tec-Teilen, weil jedes einzelne Raumteil von diesen Vault-Tec-Teilen braucht ja ein Gummi. So, und das Ganze nochmal. Und da ist Gummi eben auch verdammt schnell weg, weil da verbaut man doch mehr Raumteile, als man denkt. Und ich mache oft den Fehler eben, dass ich die Objekte, die ich falsch gesetzt habe, verwerte, statt sie zu lagern, damit ich sie einfach nochmal benutzen kann an anderer Stelle. Und dadurch verliere ich dann halt auch ziemlich viel von diesen Rohstoffen wie Gummi eben, weil, ja,
offensichtlich. Wenn man die Teile zerlegt, kriegt man nämlich kein Gummi raus, sondern nur Stahl. Das ist dann ziemlich doof. So, noch 12 Stunden. Und dann ist Weihnachten. Yay! Ja, ich mache Witze drüber, aber es ist echt schon wieder fast Weihnachten. Also, mehr oder weniger. Es sind schon noch ein paar Monate, aber der Sommer ist vorbei im Grunde. Es wird Herbst, dann Winter. Das geht schneller, als man denkt. Die Zeit vergeht so schnell. Die Zeit vergeht echt so schnell. Ich denke es ja auch mit diesem, mit Landsquid Bird Rider, mit dem YouTube-Kanal. Ich habe das Ganze im Februar angefangen. Das ist inzwischen auch schon über ein halbes Jahr her. Und jetzt geht's schön langsam Richtung 1000 Abonnenten. Total verrückt. Damit hätte ich nicht gerechnet vor einem halben Jahr noch. Tja. Und mir kommt so vor, als hätte ich den Kanal seit einem Monat oder so ungefähr, vom Gefühl her. Okay. Hilft bei der Verteidigung von Grey Garden. Ich glaube, die Mr. Handys können sich ganz gut verteidigen. Was kannst Oh, du heute sie haben anbieten? verloren. Und noch irgendwas. Mein Gott, was wurde denn alles angegriffen, während ich da gewartet habe? Na, sag mal. Okay, dann kaufe ich doch auch gleich Gummi nochmal. Wobei Gummi ist teuer. Naja, trotzdem. Und Stahl. Ah, jetzt müssen wir erst wieder das Geld zusammenkratzen. Also Munition verkaufen. Okay, ich behalte mir jetzt 100 Schuss von allem. Ist vielleicht eh ganz interessant. Da müssen wir uns im nächsten DLC wieder ein bisschen Munition zusammenkratzen und haben nicht automatisch unendlich viel von allem. Wobei ich ja hauptsächlich mit der Laser Gatling schieße und die braucht Energiekerne, Fusionskerne. Und Fusionskerne haben wir eigentlich ziemlich viele. Die gehen uns, glaube ich, so schnell wirklich nicht aus. Außerdem wird man ja dann auch wieder neue finden, bestimmt und so weiter und so fort. Also, Aber gut. Trotzdem, ich finde es eine gute Idee, dass wir alle bis auf 100 verkaufen, weil das sieht dann schön ordentlich aus, wenn überall 100 steht. Und das ist doch die Hauptsache. Ja, außer die will ich nicht verkaufen und die auch nicht, weil 100 Gatling-Schuss ist überhaupt nichts. Ja, 111, schöne Zahl. So, von der verkaufen wir auch nichts. Brennstoff verkaufen wir natürlich auch. Warum denn nicht? Die Fusionskerne behalte ich jetzt auch mal. Ja, ihr seht schon, das sind noch einige. Fusionszellen. Weg damit. 125 weg. So, Gamma-Patronen kriegt man, glaube ich, auch leicht, oder? Also nicht leicht, leicht, aber ich benutze eh kein Gamma-Gewehr. Insofern. Zack. Oh, das war schon zu viel. Naja, dann, komm her. Nehmen wir dir ein bisschen Gamma-Patronen wieder ab. Sind die so viel wert, die Gamma-Patronen? Ja, heftig. Eine 8. Nicht schlecht. Ach, Cursor, sei doch nicht ganz so übermütig. Oh, immer noch zu viel. So. Gut. Weiter geht's. Genau, bauen wir hier einen kleinen Generator her. Warum denn auch nicht? Kleiner Generator ist hier. 3 Strom, das reicht ja eigentlich. Dann kann man den hier nämlich auch verkabeln. Oder auch nicht, aber das kriegen wir schon hin. Da dürfen wir jetzt auch ruhig ein paar Stempen rumstehen. Ach, das gefällt mir ehrlich gesagt. Irgendwie gefällt mir das gerade total gut. Nach so viel Walltech bauen, finde ich das gerade irgendwie echt super, so ein bisschen Oldschool zu bauen und so alte Teile zu benutzen und Kabel zu verlegen und schauen, dass alles genug Strom hat. Macht die jetzt was, wenn ich durchgehe? Oh, irgendwie nicht. Moment mal, warum braucht die überhaupt Strom, wenn die eh nichts macht?
Ach so, man kann die anmachen und dann wird man dekontaminiert. Vielleicht würde meine Radioaktivität geheilt werden, hätte ich welche. Ich weiß es nicht. Na gut, aus, 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 aus. Schon gut so. Ja, klar, passt. So. Vielleicht sollten wir hier doch auch ein bisschen was reinbauen. Ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man hier ein bisschen was dazu baut. Irgendwie einfach nur so Blechverschläge oder irgendwie gar nichts Aufregendes oder so. Im Gegenteil. Das Gegenteil von aufregend ist abregend. Irgendwas ganz Abregendes bauen wir jetzt hier hin. So, zum Beispiel hier das. Ich glaube, da brauchen wir irgendwie Treppen ran, weil sonst schwebt es so komisch in der Luft. Das sieht doof aus. Ja, es passt schon. Ist ja egal. Ich will hier auch gar nicht so viel machen eigentlich. Ich weiß gar nicht genau, für was das da ist. Ob da ein Bett hin soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich lege hier mal ein Bett hin. Und mach mit den Holzwänden, mit diesen kleinen Holzwänden noch so ein bisschen Sichtschutz. Sonst ist dann hier nicht viel einfach und fertig. Die sind hier. Ja, genau, machen wir hier eins. Ich glaube andersrum, dann genau, dann ploppt es auch ran. Und hier eins. Und eins vielleicht noch hier. So, schön. So. Was nun noch? Was machen wir jetzt noch? Gerüst. Eher nicht. Die Bauwägen finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Könnte auch mit Zaun ein bisschen was machen. Aber was? Dann weiß ich es nicht. Aufzüge werden wir auch nicht brauchen. Auch keine Kugelbahn. Sonstiges. Nur weiß ich nicht, ob so ein Lastwagen-Anhänger. Was macht so ein Lastwagen-Anhänger in der U-Bahn? Ist nämlich die Frage. Nicht viel. Na gut, dann verteilen wir ein paar kleine Generatoren für ein bisschen Strom. Finde ich. Und weil sie schmückend sind zur Dekoration, passen die nämlich eigentlich auch ganz gut, finde ich. Zumindest. So, jetzt machen wir hier gleich so eine Pummel dran. Na, was ist los jetzt? Weil dann könnten wir theoretisch, wenn wir wollen, innen sogar ein bisschen Licht machen. Wundervoll. So. Ah ja, hier habe ich ja so eine Kochstelle gemacht. Dann stelle ich hier noch ein paar Stühle außen hin. Oder auch so eine Bank hier. Ein paar ranzige Stühle. Noch viel ranziger. Ach ja, warum nicht auch so ein Klappstuhl? Was soll's? Okay. Cool.
Na gut, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier die Folge erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge dann wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.